Ja, das war eigentlich eine ganz ausgezeichnete Messe. Die Vorzeichen waren natürlich an sich schlecht, weil wir ja die Insolvenz des Buchgroßhändlers und Verlagsauslieferung KNV zu verzeichnen haben. Das war natürlich das beherrschende Messethema. Aber da das jetzt nicht ganz so frisch kam, hat sich das nicht so negativ ausgewirkt, wie man das vielleicht befürchten musste. Und ansonsten ist das Alltagsgeschäft weitergelaufen, so wie man das seit Jahrzehnten kennt, wie man so eine Messe bestreitet. Hat viele Termine, die dann mehr oder weniger erfolgreich sind. Das zeigt sich dann in der Regel auch erst deutlich danach, wenn sozusagen die Sachen, die man besprochen hat, dann auch umgesetzt werden. Das war wirklich wieder hervorragend. Wir hatten tolle Veranstaltungen jeden Tag hier auf der Messe oder in den Veranstaltungshäusern der Stadt abends. Die waren ausverkauft, unsere Veranstaltung, konkret auch diese Veranstaltung hier im Forum, die Unabhängigen, die wir heute hatten, mit unserer tschechischen Autorin Teresa Simotamova, war toll. Also wir sind rundum zufrieden, auch natürlich mit dem Buchverkauf. Das hat sich tatsächlich nochmal potenziert im Vergleich zu den letzten Jahren. Also das sind ganz andere Stückzahlen auf einmal, die wir hier verkauft haben. Deswegen, wir machen einfach weiter. Also wenn es dann am Ende gar keine Käufer mehr gibt, dann müssen wir den Laden schließen, aber danach sieht es nicht aus. Was wir geschaffen haben, ist diesen Deutschen Verlagspreis mit ins Leben zu rufen, zusammen mit dem BKM. Darauf freue ich mich, dass der jetzt im Herbst zum ersten Mal verliehen wird. Das ist ein Meilenstein, der uns auch vor allen Dingen unabhängig von der finanziellen Komponente einfach ein gutes Podium gibt, um uns darzustellen. Die Buchmesse 2019 war für die Kurt-Wolf-Stiftung, für die Unabhängigen ein Erfolg. Wir haben insgesamt 47 Veranstaltungen, darunter 42 Lesungen gehabt, die allesamt sehr, sehr gut besucht waren. Wir haben in unserer Lounge, an unserer Bar unglaublich viele spannende Gespräche geführt. Wir hatten einen sehr, sehr guten Besuch. So kurz vor Schluss tritt eine gewisse Müdigkeit ein, aber es war natürlich wieder ein erlebnisvoller Honig. Also wir haben ja hier nun auch tatsächlich durch die Auszeichnung von Andreas Mayer mit dem Kurt-Wolf-Preis wirklich auch viel Grund zum Feiern gehabt und hatten tolle Veranstaltungen und hatten auch wieder sehr interessiertes Publikum. Also wir sind immer gerne in Leipzig. Leipzig ist immer toll, aber diese Messe war natürlich für uns besonders. Wir sind ja ein Verlag, der sich ein bisschen um europäische, osteuropäische Geschichte kümmert, also den Versuch macht, unsere Nachbarn mit in Form von Literatur, Essays, Gedichten, manchmal auch Fotos, ein bisschen näher an uns heranzuholen. Also wir arbeiten, wenn man so will, an so einer Art persönlichen europäischen Osterweiterung. Und an dem, mit unseren ganz kleinen Mitteln, wir sind ja ein kleiner, unabhängiger Verlag, daran in so einer europäischen Öffentlichkeit, einer gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit zu bauen, mitzubauen. Das ist ein guter Ort hier in Leipzig, um sowas zu machen, weil nicht nur geografische Schwerpunkt, das ist ja nicht so wichtig, aber der inhaltliche Schwerpunkt Osteuropa, der macht sich bemerkbar für uns hier an der Messe und das ist schön. Ja, der Förderpreis ist ein großartiges Schulterklopfen, so eine Anerkennung nach vielen, vielen Jahren Arbeit. So als kleinen Verleger arbeitet man ja oft sehr alleine, nicht in einem großen Haus. Und dann ist es toll zu merken, es gibt Leute, die haben das gemerkt und wissen das zu schätzen und denken, dass es eine nützliche und gute Arbeit ist. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Faces passing by too fast to recognize, caught inside my mind. Don't cut me loose this time. In between the space, paths made of time and place. Silence gets so loud. Two strangers in the crowd. Walls are tumbling down. Should stable wanna run? So